Eine Leistung der Gemeinschaft. Für die Staatsführung der DDR natürlich prestigeträchtiger Nachweis des Potenzials eines Arbeitervolkes. Die Platte prägt das Gesicht des Pirnaer Stadtteils Sonnenstein seit dem Ende der 60er Jahre. Anlässlich ihres 25. Jubiläums präsentiert die Pirnaer Wohnungsgesellschaft eine Fotoausstellung zur Entstehung. Dass das möglich war, ist ein Glücksfall für die WGP. Wir haben immer ein bisschen neidvoll auf Wohnungsgenossenschaften geschaut, wo es meistens einen Fundus an Fotos aus der Bauzeit der Häuser gibt. Das hängt damit zusammen, dass ja die Bewohner ihre Häuser selber mitgebaut haben und diesen Bauprozess komplett mit dokumentiert haben und aus diesem Grund dann eine Vielzahl auch an Fotos vorhanden ist. Bei kommunalen Wohnungen war das anders. Die Häuser wurden gebaut, es gab dann irgendwann eine Wohnraumzuweisung, die Mieter sind eingezogen in das fertige Haus. Teilweise haben sie vorher gar nicht gewusst, wo sie irgendwann mal wohnen werden und aus dem Grund hat es natürlich auch keiner dokumentiert. 30 Bilder hat Christoph Römer der WGP für die Ausstellung im Kundenzentrum an der Remscheider Straße 1a überlassen. Seit 48 Jahren lebt er selbst hier. Auf unzähligen Bildern hielt er fest, wie in kurzer Zeit Platte um Platte in den Himmel wuchs. Wo ich wusste, hier kommen wir hin. Und da sind wir mal hochgefahren hier auf den Sonnenstein und haben geguckt, wie das aussieht. Und da habe ich angefangen hier. Das waren die ersten Fotos. Wie viele Fotos es insgesamt sind, weiß Christoph Römer selbst nicht genau. In den 60ern siedelte sich in der Gegend um Pirna Industriegewerbe an. Römer und seine junge Familie zählten zur Menschenmasse, die nicht lange auf sich warten ließ. Der Sonnenstein ist aus dem Grund gebaut worden, dass hier in der Umgebung in den 60er Jahren eine Vielzahl an Betrieben entstanden sind. Hier auf dem Sonnenstein der Entwicklungsbau, später Strömungsmaschinenwerk, die Kunstseite in Pirna und auch die Wismut, Uranbergbau in Königstein als großer Arbeitgeber. Und zu dieser Zeit sind sehr viele junge Menschen hier nach Pirna gekommen, die dann in diesen Werken gearbeitet haben. Und für diese Menschen mussten Wohnungen geschaffen werden. Und so ist dann hier oben auf dem Felsplateau des Sonnensteins auf ehemaligen Feldern dieses Wohngebiet angelegt worden. In mehreren Etappen. Man hat also in den Ende der 50er Jahre an der Struppner Straße begonnen, Häuser zu bauen. Dann ist in den Ende der 60er Jahre der Farkasring dazugekommen und dann später noch die Elbgeschosse und zum Abschluss dann Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre noch die 5 Hochhäuser. Wohnungen, Schulen, Spielplätze, Einkaufsmöglichkeiten. Auf ihre neue Eigenständigkeit waren die ersten Sonnensteiner sehr stolz. Die eigenwillige Ästhetik der grauen Platte zog Christoph Römer immer wieder in ihren Bann. Auch von technischer Raffinesse beim Bau der Hochhäuser war er beeindruckt. Da ging es um Effizienz. Die 5 Blocks vorne, wie die eben gebaut worden sind, in einer Linie, 21 Eingänge, damit der Kran immer weiter rücken konnte. Und dadurch wurden die Blocks schneller fertig, als wenn die einzelnen gebaut hätten. Wo früher schlammige, unbefestigte Straßen verliefen, guckt man heute ins Grüne. Mancher Blick ist verwachsen zugunsten der Umwelt. Ein Stadtteil, der sich ständig weiterentwickelt. Stichwort Lebensqualität. Die Wohnungsgesellschaft Pirna hat in den bisher 25 Jahren ihres Bestehens viel für den Sonnenstein getan.